Technisch gesehen sind das noch unsere Flitterwochen. Wir sollten am Strand sein und Flitterwöcheln. Wer braucht schon eine Tropeninsel, wenn er in eine Abfallentsorgungsanlage eindringen kann? Du bist zum Schießen. Sorry. Alarmsysteme deaktiviert. Du bist dran. Ich bin drin. Stadt am Strand. Mich macht das auch nicht glücklich. Aber wenn Two-Face ausbricht, das können wir nicht ignorieren. Je nachdem, wie weit der Strand weg ist. Wir müssen ihn einbuchten, Tim. Ja, ein für alle Mal. Okay, was haben wir hier? Sieht für mich nicht nach Abfallaufbereitung aus. Ja, Geldaufbereitung. Säckeweise. Wachleute? Ich werde gut zu tun haben. Vorsicht da drin. Es ist jetzt anders. Du bist allein. Verlässt du mich etwa schon? Das meinte ich da. Keine Angst, ich pack das. Woher kommt das alles? Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum nächsten DLC zu Batman The Dark Knight, wollte ich schon sagen. Nein, Arkham Knight, so hieß er. Also, willkommen zu Batman Arkham Knight DLC Numero, keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall der sich Münzwurf nennt. Und wir spielen Robin, eindeutig mit gestörtem Scanner. Ich guck gerade, wo der ist. Da muss er sein. Irgendwo dahinter. Gut, also wir spielen Robin und das Ganze spielt nach dem Spiel, nach dem Hauptspiel Arkham Knight. Denn wir haben gehört, die beiden sind in den Flitterwochen. Und das wissen wir aus dem Nightwing DLC, dass die Flitterwochen bei den beiden, ja, nach in dem Hauptspiel stattgefunden haben. So, ich gucke mich hier die ganze Zeit um und stelle fest, irgendwie dieser riesige Koloss, der stört mich. Oder irgendwas, was unten drunter steht, unter dem Koloss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was. Und ich nutze mal die Gelegenheit... Oh. Ja, ich nutze die Gelegenheit, die Deckung zu verwenden, um dann abzuhauen. Ja. Wir versuchen es mal. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass hier so viele sind an der Stelle. Ich dachte, der wäre alleine. Und das geht ja schon mal super los. Nämlich ganz schlecht. So, der da unten kommt eigentlich gerade so schön hoch. Dass man ihn erwischen könnte. Aber ich weiß nicht, ob hier gleich irgendjemand kommt. Hey Jungs, was guckt ihr denn so? So, den haben wir. Der Typ ist hier gerade so halb alleine. Leider steht hinter den großen Kanistern da jemand. Und der Störsender ist... Ah, gute Frage. Ist der das? Ist der Reaktor? Ich vermute mal, ne? Oder bewegt der sich? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich guck mal. Der bewegt sich. Aber die Frage ist, wo er ist? Welcher von euch hat einen Störsender? Noch einen erwischt. Macht er das bloß? Ganz einfach. Ah. Oh. Oh. Ich würde gerade sagen, die erwischt man ja hervorragend, aber das können wir sein lassen. Und durch diese wunderbaren Störfilteraktionen sieht man hier gar nichts. Menno. Ah, das finde ich aber nicht okay. Wie macht man denn das hier elegant? Was hat er überhaupt für niedliche Spielzeuge bei sich? Also wie immer, Sprungtritt, okay, Kugelschild, hätte ich mal wissen sollen, dass er sowas hat. Distanzhacking-Gerät. Shuriken. Interessant. Drei Gegner gleichzeitig. Aha. Explosivgel und Snapflash. Kleiner Sprengsatz. Das kriege ich doch nicht hin. Okay. Ich bin doch wieder mal unfähig, sowas zu tun. Ah, die stehen immer zu zweit. Das finde ich nicht okay. Kinder. Oh.
Weg, 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 weg. Ich habe übrigens, glaube ich, den Typen gesehen. Mit Störgerät. Oder ist das der Arzt? Mal sehen, wie schwer er verletzt ist. Okay, den muss ich ausschalten, weil es der Arzt ist. Okay, wir probieren's. Du bewegst dich langsam wie er. Sag Bescheid, wenn ich auch so launisch werde. Okay, ich hau ab. Wir haben den Arzt erwischt. Und das Coole ist übrigens, sag Bescheid, wenn ich auch so launisch werde. Er hörte sich gerade sehr launisch an. So wie Batman halt. Ich hasse es. Ich hasse es, dass meine komische Sicht nicht funktioniert. Okay, aber den kriegen wir vielleicht. So, komme ich hier runter? Wir sehen uns mal von unten die ganze Sache ein wenig an. Kann ja nicht schaden. Es sei denn, da geht's nur nach oben. Das finde ich aber nicht okay. Ich will doch hier unten bleiben. Oder auch nicht. Okay, wir gehen nach oben. Und dann schauen wir uns das halt von hier oben nochmal an. So, bist du alleine, mein Guter? Nö, ist er nicht. Aber wenn der sich da nicht umdreht, erwische ich vielleicht den zweiten. Oder den da hinten. Mal gucken. Vielleicht. Was machen die? Die laufen in die Richtung. Der da ist nicht vorhanden. Yep. Kriegen wir hin. Bekommen wir hin. Und verschwinden natürlich gleich wieder ganz lautlos. So, ich sehe alles, nämlich nichts. Ich suche gerade den Störsender. Der nach meiner Ansicht wirklich in dem großen Kasten ist. Oh, es sind wieder zwei. Okay. Solange hier keiner hochkommt, bin ich in Sicherheit. So. Ja, wir haben hier jetzt gerade wieder zwei nette Leute. Ist der tot? Nee, der ist nur bewusstlos. Ich habe mich darum gekümmert, dass der schön brav bewusstlos ist. Und ich frage mich, oh, drei. Dann gucken wir mal, was es noch so alles gibt hier als interessante Ecken. Wie zum Beispiel hier. Ah, verdammt. Jetzt. Ich hoffe, der bleibt alleine. Es ist ein Versuch. Okay, du hast diesen Raum bald hinter dir. Weiter so. Ja, ich arbeite dran. Und beim nächsten Mal bitte wieder einen Raum, in dem ich auch was sehe. Hört ihr das? Nein, hier ist keiner. Lässt dich wohl von mir verstecken? Ist mir ein bisschen ist mir zu riskant, ey. Angstausschalter, okay. Wäre eine Variante. Geräuschlos. Na, Pech. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir den da. Ne, kriegen wir nicht. Der ist nämlich jetzt ganz brav hierher gegangen. Es war so klar. Okay. Na? Mein Kleiner? Oh, er kommt gerade zu mir. Ich schalte ihn mal aus. Das funktioniert sehr gut von oben. Wirklich. Also ich bin beeindruckt, dass es funktioniert, muss ich sagen. Sehr gut. Trennt euch. Rennen ist immer gut. Ja. So nicht. Aber dann machen wir es so.
Und wieder nach oben. Auf meine Lieblingsaussichtsplattform. Ja, wo sind wir? Oder wo sind die Gegner? Sagen wir es mal so. Viele können es nicht mehr sein. Ich sehe einen Arzt. Ist das ein Arzt? Ist das der mit dem Störsender? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Arzt. Das ist aber doof. Was soll das? Jetzt weiß er, wo wir sind. Ich habe genug von dem Spielchen. Das ist wirklich blöd. Wir probieren's. Mehr als die Hälfte erledigt. Du schaffst das, Tim. Ja, ich bin noch halb tot. Ich glaube, das war blöd. So. Ich wollte den Typen mit dem Rucksack ausschalten. Müssen mal weg aus Sicht, aus der Sicht der Leute. Es funktioniert natürlich immer noch nicht. Das ist schade. Ich dachte, dass die Sache hier endlich mal funktionieren würde. Kann er hier rein? Kann er. Und da! Da ist der Typ mit dem Störsignal. Warum sagt mir denn das keiner, dass der hier langläuft? Ich sehe ihn nicht. Okay, ist unter mir. So. Endlich. Endlich haben wir den Typen besiegt. Die hängen in den Seilen. Bring es zu Ende. Und jetzt sehen wir auch wieder was. Drei Bewaffnete und ansonsten... Was? Das war's schon? Es sollen nur noch drei sein. Oh, Scheiße. Überleben. Komm. Die schaffen wir mit der Combo-Ausschaltung. Er wird wissen, wo Two-Face ist. Ich bringe ihn zum Reden. Ernsthaft? Was denn? Nichts. Barbara, ich weiß, wann dir was auf der Zunge brennt. Okay, es ist nur... Du warst immer der gute Cop, oder nicht? Guter Cop, wie? Okay. Ja, das stimmt. Er war endlich immer der Liebe von allen. Und Batman war der Böse. Aber... Batman ist ja nicht mehr da. Ne? Und wenn Batman nicht mehr da ist, irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Wobei mich ehrlich gesagt verwundert, dass es Robin sein soll, der die Arbeit macht. Aber egal. So, wir gehen mal hier durch die Tür. Wir sind mal ganz freundlich und nutzen die Tür. Der wird wissen, wo Two-Face steckt. Ja, der steht dahinter. Komm. Und ich verhöre ihn mal. Wo ist er? Du machst mir keine Angst. Wo? Okay, okay, ich rede. Er ist im Hauptbüro, ehrlich. Nicht übel, was? Beängstigend, Schatz. Ich weiß, dass du hier bist. Kämpfst immer noch tapfer weiter. Was? Solltest besser alleine ziehen. Oder stell dich mir. Mal sehen, ob der Wunderknabe auch ohne Fledermaus zurechtkommt. Du schaffst das, Tim. Ja, wir schaffen das. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Und jetzt sehen wir uns erstmal an, wo wir hier gelandet sind. Oh, sehr nett hier. Aber, oh, ich bin nicht alleine. Wir haben drei Bewaffnete und... Wie? Das ist das Schlimmste, dieses... Ob der Kleine die Niemanden-Töten-Politik fortsetzt? Ja, keine Ahnung, ob der Kleine das macht, aber ehrlich gesagt, das ist ja hier... Mit den ganzen... Selbstschussanlagen. Kann ich die irgendwie vielleicht hacken? Distanz-Hacking. Letzten
Erstens habe ich gemerkt, dass die Arbeit so richtig Spaß macht, seitdem. Weißt schon, wer tot ist. Sensor deaktiviert, aber die andere Drohne ist bald wieder online. Ja. Wie macht man denn das jetzt elegant? Ich guck mal kurz, ob man hier oben irgendwas machen kann. Ja, kann ich. Sieht er das hier und haut ab. Wartet mal, bevor ich da jetzt runtergehe über das Seil, ich gehe mal kurz gucken, was mir dieser Lüftungsschacht hier bringt. Wo lande ich? Was ist denn das? Ich werde mir einen dieser Transporter schnappen, die Grenze etwas relaxen. Nice. Das ist eine gute Frage, was das da hinten ist. Sicherungskasten. Sicherungskasten? Kann ich den... Den kann ich nicht hacken. Das ist ja schade. Explosivgel? Versauen wir das nicht. Ich will die durchgeknalltere Seite vom Boss nicht kennenlernen. Komme ich hier rüber? Gitter verlassen? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. Genau. Er ist besser. Ah. Das ist super. Moment. Explosiv geht. Niemand gelangweilt. Ein Gegner. Oh, das ist ja cool. Dass er ein R kriegt. Und nicht eine Fledermaus. Das ist cool. So, also gut. Das ist Nummer 1. Was ich ein bisschen schade finde, ist, hier ist doch das... der Stromkasten gewesen auf der anderen Seite. Wir gucken mal. Was ist passiert? Der Große ist erledigt. Genau. Er hatte eine Minigun und nichts hat geklappt. Wir müssen mal gucken. Wie wir die jetzt hier ausschalten. Weil wie gesagt, schade, dass ich hier den Sicherungskasten nicht einfach verwenden kann. Das scheint aber im Programm so nicht beabsichtigt zu sein. Deswegen, wir fahren mal mit dem Greifhaken nach oben. Soweit, so gut. Hey Kumpel, alles okay? Ja, ja, gerade so. Diesen Freak schaffen. Kann ich hier den Sicherungskasten vielleicht irgendwie... ausschalten. Nein. Ich kann leider nicht an den Sicherungskasten. Hab ich hier irgendwas mit Elektrizität? Ich habe nur den... Nein, 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 nein. Oh. Ja, komm, nochmal. Ich wollte nicht runterspringen. Er hat es gerade falsch gemacht. Ich wollte es nicht. Ich habe ein Vögelchen gefangen. Beenden wir es. Ja, danke. Okay. Eins auf die Nase und wir machen das nochmal. Aber ehrlich gesagt, ich wollte wirklich gerade nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich oben bleiben. Er hat bloß die A-Taste irgendwie missinterpretiert, als ich die benutzt habe und ich kam nicht wieder hoch. Eindeutig zu viel Feuerkraft. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, den anderen Weg kennen wir schon. Gut, wir beeilen uns. Das ist der einzige Weg. Soll er nur kommen? Einmal runter. Muss schon sagen, er hat Mob. Einmal rüber. So lange mit Batman gearbeitet, dass er sich für den Größten hält. Wie geht's voran? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. Ich frage mich, ob die Beziehung zwischen den beiden hält. Ne? Also, weil so richtig, richtig glücklich hört sich Robin nicht an. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. So. Das ist das eine. Das können wir schon mal machen. Dann können wir wieder hoch. So, einmal nach oben. Genau, und diesmal bitte keine Steuerungsprobleme oder Fehler machen. Diesmal das Ganze richtig. Aber Problem ist halt,
Ich überlege die ganze Zeit, was man machen könnte. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob man hier unten an den Greifhaken... Nein, kann man nicht. Gut, dann würde es bedeuten, wir müssen was anderes machen. Wir müssen da runter.